Hallo meine lieben Freunde der Volksmusik und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Rustige Omi. Das ist hier der Senioren-Simulator 2014. Ich hab eine Schrotflinte. Ah, okay, eins. Ah. Aber wo ist es, das Vieh? Aber das macht auch Lärm, ne, das Schrotflintchen. Nee, nee, das macht... Oh, guck mal, das ist eine Ratte. Oh, oh. Oh, danke. Okay. Okay, das... Alter! Okay, wir machen jetzt mal eine Strichliste, wer sich öfter mault. Also 1:0 für... 1:1 für beide. Wie hässlich dieses Display auch einfach aussieht, ne? Hallo, liebe Freunde der Volksmusik. Ich habe gerade einen Viertelfünder hier auf die Couch gedrückt. Super und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde. Jetzt habe ich die Maus und die Tastatur in der Hand gehabt, ich lappen. Darum muss ich den Controller nehmen. Nicht! Die Spannung bleibt erhalten. Bernardine ist die ganze Zeit am Rumwursteln, findet den richtigen Radiosender nicht. Und Walter joggt fröhlich dem Fenster entgegen. Und oh, sie hat den richtigen gefunden. Sie kann schneller laufen. Und oh, Batsch! Und oh nein, da ist Walter zeitgleich mit Bernardine zu Fall gekommen. Welch ein Trauerspiel. So kann das doch nicht weitergehen. Du sollst dem Ding nicht in den Arsch kriechen, du sollst da drauf krabbeln. Ja. Ich bin übrigens auch mal drauf gekommen, ohne den vorher zu stampfen. Ah, nimm ja. Mich mit auf den Rummelplatz. Nimm mich mit all dahin. Hallo, liebe Kinder, und herzlich willkommen zurück. Wir shaken up, baby. Das wäre sehr musikalisch, glaube ich. Was gestehen? Er hat seinen kleinen Penis. Du liebst meinen also Putzeimer? Wir kennen uns ja jetzt bestimmt schon so 24 Stunden. Ja, ich glaube auch. Und in der Zeit habe ich mich unsterblich in dich verliebt. Und ich wollte fragen, ob du mich vielleicht heiraten möchtest. Oh, das kommt so unverhofft. Was soll ich nur sagen? Ich weiß es nicht. Sag ja. Warte mal, ich muss mir das Ganze noch mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Aber meine Gefühle sind doch echt. Ich liebe dich. Ja, die Whiskyflasche neben meinem Tisch auch. Ich kaufe mir auch den schönsten Goldring. Aus echtem Plastik. Oh, Falter. Oh Gott. Vergiss. Okay. Ich habe übrigens auch einen Cowboy-Hut auf, ne? Und rosa Laufschüchen an. Oh. Ja, die mit den Spitzen. Oh, süß. Laufschuhe mit Spitzen. Die flattern so schön im Wind. Zu den Beschleunigungslöchern. Die ist das schön. Wenn Bernardini jetzt gleich nicht irgendwann zwischendurch nochmal einen kleinen Fehltritt macht, dann wird das hier ganz böse für unseren kleinen Specki-Speck-Speck aussehen. Oh, und oh, es ist so spannend, ich glaub's gar nicht. Dann irgendwann müssen wir die aber geschafft haben hier. Manometer, alter Peter, ey. Kann doch nicht sein hier. Kannst den Papa doch nicht so am Verarschen am dran sein, Jacqueline. Der Hebel, der ist für... Ich habe eine automatische Kuhfarm gebaut. Geil. Ja. Ja, probieren bitte aus. So, und jetzt guck auf dein wunderschönes Gebäude und verabschiede dich in Ehrfurcht vor mir. Es löst sich gerade in einem großen, lauten Knall in Wohlgefallen auf. Oh, sagen, ich hole mir jetzt mal einfach die Axt raus und guck mal, wenn uns nicht mehr sehen, wa? Wer da zu Hause ist. Hallo! Oh, ein Feuerlöscher. Den lassen wir mal hier stehen. Da freut sich der Nächste drüber. Ich sehe schon, komm, ey. Nächstes Mal werde ich durch den Feuerlöscher getötet. Ja. Warum stellen die es nicht einfach mal ein bisschen höher? Boah, das ist am Ruckeln wie Hechtsuppe hier. Wenn man hätte ich das vorher gewusst, dann wäre ich heute im Bett geblieben. Ich hätte mir das gar nicht angetan, oder das geht gar nicht. Fällt jetzt einmal irgendeiner, oder was? Ja, da geht's. Oh, das war knapp. Das war knapp bei Walter. Das war ganz knapp. Nur richtig langhaarige und bärtige Männer krabbeln. Und welche, die Beine gebrochen haben, natürlich. Ja, für den Fall, dass beides auf euch nicht zutrifft, natürlich. Das hab ich habe ja keine Ahnung davon. Ich bin der Mann mit der Regenjacke und der Feuerwehrmann-Axt. Feuerwehrmann-Axt. Oh ja, Vertrauen sehr weg. Make fresher. Und der nackten Frau? Nee, die will ich auch nicht. Die sich Mentos einführen.
geführt. Oh, ja. Fresh Maker. Hat sie sich Mentos eingeführt, noch Cola hinterher geschüttet, ne? Nein, aber wäre mal eine Idee, ne? Oh, Alter, bitte. Es ist gut, es ist gut. Das kann man auch als Mann machen. Oh. Das ist zu viel. Oh Gott. Ja, bitte. Weiter, ich glaube, das heißt nein. Aber Scotty, wie kannst du nur? Ich liebe dich doch. Du hast meine Gefühle verletzt. Die waren doch alle hell. Ja, aber... Scotty, aber Walter. Gib mir doch bitte eine Chance. Aber Walter, ich hab doch schon drei Männer. Frauen, viel mehr, Entschuldigung! Scheiße, ich hab's verkackt! Wie wollte weitermachen? Sie hat ihr Outfit einfach mal ganz formidabel von Kaftan Richtung Winterkleidung eingelöst. Die Lederhose sitzt schön spack am Leib und Schuhe hat sie, glaube ich, gar nicht an. Das hat gar nicht klatsch gemacht. Bei mir schon, ich hab getroffen. Bei mir auch, es war nur ein Streifschuss. Oh. Siehst du doch, mein dicker Arm fehlt. Ich hab nur noch den rechten. Ich kann nur mit dem rechten Arm winken. Okay. Mit dem linken Arm, mach was mit dem linken Arm. Geht nicht. Da spritzt nur Blut raus. Ist das doof.